Kinder. Sabine ist die Mutter von Maurice und Sabine macht Pole Dance, heißt, sie tanzt an der Stange und das findet Maurice richtig ätzend. Sabine Dvorak ist Pole-Dancerin. Täglich trainiert die 51-Jährige in ihren knappen Outfits an der Stange. Der Wahl-New-Yorkerin ist es egal, was andere von ihr denken. Das ist meine Leidenschaft und ich stehe dazu. Und ja, was soll ich machen? Soll ich den ganzen Tag auf dem Sofa sitzen und dicker werden oder nur Chips essen? Doch Sabine hat zwei Kinder und vor allem ihrem 15-jährigen Sohn ist das Pole-Dancing seiner Mutter ziemlich peinlich. Ich habe definitiv eine verrückte Mutter. Ihre Leidenschaft ist auf jeden Fall anders als die der meisten Mütter. Wie verrückt Sabine auch im Alltag ist, beweisen diese skurrilen Videos. Die Zweifachmama beim Kochen oder auch als Beifahrerin. Aber von Anfang an. Vor 20 Jahren wandert Sabine in die USA aus. Schon immer war Tanzen ihre große Leidenschaft. Über eine neue Freundin kommt sie in New York zum Pole-Dancen. Doch mit dem neuen Hobby der 51-Jährigen beginnen für Sohn Maurice auch die Probleme. Denn seine Klassenkameraden werden auf die Instagram-Fotos seiner Mutter aufmerksam. Ich konnte nirgendwo hingehen, ohne blöd angemacht zu werden. Sie haben mich beleidigt. Das ging über ein Jahr so. Sie haben hinterhergerufen, deine Mutter ist eine Stripperin, ein Pornostar. Ja, ist halt schon schwierig. Man weiß auch nicht wirklich, was man machen soll. Doch Sabine entscheidet sich dafür, ihr Hobby weiter auszuüben. Baut sich daraufhin zwei Pole-Dance-Stangen im Wohnzimmer ein, trainiert immer härter und nimmt an Wettkämpfen teil. Jetzt will sie es erst recht allen zeigen. Also es war wirklich so, dass ich gedacht habe, so geht das auch nicht weiter. Ja? Und dann dachte ich, dann zeige ich halt wirklich, dass Pole ein Sport ist. Und dann mache ich halt diese Wettkämpfe mit, damit die Leute das auch wirklich ernst nehmen. Und tatsächlich räumt sie einen Preis nach dem nächsten ab und wird schließlich Weltmeisterin. Der erste Platz geht an Sabine Dvorak. Erster Platz, Goldmedaille. Sabine hat es geschafft, Pole Dancing endlich gesellschaftsfähig zu machen. Nach ihren Erfolgen ist sie plötzlich ein gefragtes Fotomodell, wie hier vor der New Yorker Skyline. Mit dem Rummel um ihre Person bekommt sie auch endlich die gewünschte Anerkennung und wird sogar für Privatstunden gebucht. Von ganz normalen Frauen, die in Pole Dance endlich eine Sportart sehen. Am Anfang war ich skeptisch, weil es schon eine ungewöhnliche Sportart ist. Aber dann habe ich realisiert, dass Pole Dance Frauen stark macht. Und auch Sohn Maurice steht mittlerweile voll und ganz hinter dem Hobby seiner Mutter. Als das Mobbing anfing, war mir das Pole-Dancen meiner Mutter definitiv peinlich. Aber jetzt ist sie Weltmeisterin. Sie ist eine große Nummer. Wer kann schon von sich sagen, meine Mutter hat alles erreicht? Sie ist jetzt die Nummer 1 in der Welt. Für ihren Sohn die Nummer 1 zu sein und das gegen alle Widrigkeiten. Sabine Dvorak hat es geschafft, ohne sich dabei verbiegen zu lassen.